Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute sprechen wir über die fünf schönsten Sehenswürdigkeiten Hamburgs. Viel Spaß! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, fühlt sich einfach richtig toll an hier. Es ist leider ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal in Hamburg war. Schade eigentlich, denn Hamburg hat viele schöne Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeit Nummer 1: Das Hamburger Rathaus. Das Hamburger Rathaus wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Stil der Neorenaissance errichtet. Es ist der Sitz des Hamburger Parlaments und des Senats. Das Rathaus hat sehr viele hübsche Verzierungen und diese Verzierungen erzählen Geschichten. Zum Beispiel ist ein Phönix am Turm und dieser Phönix erinnert an die Brandkatastrophe von 1842. Wie der Phönix aus der Asche wurde auch das Rathaus nach der Brandkatastrophe neu errichtet. Im Innenhof des Rathauses gibt es den Hygieia-Brunnen. Und dieser Brunnen erinnert an die Cholera-Epidemie von 1892. Die Hygieia, eine griechische Göttin, ist im Zentrum des Brunnens und sie steht auf einem Drachen. Und dieser Drache repräsentiert die Cholera. Und die Cholera wird auch tatsächlich durch Hygiene besiegt. An der Fassade des Rathauses werden auch bürgerliche Berufe dargestellt. Man sieht zum Beispiel einen Bauer, einen Tischler, einen Kaufmann und so weiter. Die zweite Sehenswürdigkeit ist die Hauptkirche St. Michaelis. Und diese Kirche ist das Wahrzeichen der Stadt. Schon seit vielen hundert Jahren. Der Turm ist 132 Meter hoch und bietet einen großartigen Ausblick auf die Stadt. Die dritte Sehenswürdigkeit ist die Hamburgische Staatsoper. Die Staatsoper wurde 1678 gegründet. Vor über 300 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Die Werke vieler bedeutender Komponisten wurden hier aufgeführt, unter anderem die Werke von Georg Friedrich Händel. Händel war übrigens auch Geiger und Cembalist an der Hamburgischen Staatsoper. Die vierte Sehenswürdigkeit ist der Hamburger Hafen. Es ist der größte Seehafen Deutschlands. 2008 hatte der Hafen einen Warenumschlag
von 140 Millionen. Das heißt, so viel wurde auf Schiffe auf- oder von Schiffen abgeladen. Früher war der Hafen auch ein Schiffbauzentrum. Heute ist er eher eine Touristenattraktion. Man kann zum Beispiel Hafenrundfahrten machen. Diese sind bei Touristen sehr beliebt. Die fünfte Sehenswürdigkeit ist das Miniaturwunderland in der Speicherstadt. Ich erwähne diese Sehenswürdigkeit, weil ich sie einmal besucht habe vor vielen, vielen Jahren und ich dort sehr viel Spaß hatte. Es ist sehr beeindruckend und es macht sehr viel Spaß. Die Speicherstadt ist übrigens eine weitere Sehenswürdigkeit. Es sind historische Lagerhäuser aus rotem Backstein. Und ich erinnere mich, wie gesagt, sehr lebhaft an das Miniaturwunderland. Und es ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Ja, es ist also riesig. Und ich habe als Kind Lego gespielt. Vielleicht hast du das auch gemacht. Und das war sehr toll. Aber ich denke, auch als Erwachsene können wir Freude an Miniaturmodellen finden. Im Miniaturwunderland gibt es detaillierte Modelle vieler Metropolen, unter anderem natürlich auch Hamburg selbst. Das waren die fünf schönsten Sehenswürdigkeiten Hamburgs. Wenn du mehr über deutsche Städte und deutsche Kultur erfahren möchtest, dann besuche authenticgermanlearning.com/Orte. Viel Spaß! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!